Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Desperados Box von PA Sports und Kianusch. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Desperados von PA Sports und Kianusch, das Ganze aus dem Jahr 2014. Es ist der erste Teil und nachdem ja am 12.01., also in 2 Tagen, der zweite Teil erscheint, dachte ich mir, ich zeige euch mal die Desperados 1 Box, nachdem ich die auf diesem Kanal noch nicht vorgestellt habe. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier so eine Pappbox und wir haben hier PA Sports und Kianusch abgebildet. Oben lesen wir noch Major Moves präsentiert, darunter der verschlungene Schriftzug PA Sports Kianusch Desperados Premium Edition. Dann haben wir hier noch einen FSK 12, eine FSK 12 Abbildung. Leider ist das kein Sticker, sondern der ist hier wirklich aufgedruckt. Auf der linken Seite haben wir den Inhalt aufgelistet. Premium CD, Instrumental CD, Desperados DVD, Doppelposter, Dogchain und T-Shirt. Auf der Rückseite haben wir nochmal den Schriftzug PA Sports Kianusch Desperados plus die Credits und einen Barcode. Und auf der linken Seite, beziehungsweise auf der rechten Seite auch nochmals den Inhalt. Die Unterseite ist blank schwarz. Oben haben wir himmelblau und auch nochmal den Schriftzug. Gut, das Ganze lässt sich hier öffnen. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal die Dogchain. Ein T-Shirt, das Album im Digipack und ein Poster. So sieht das Ganze von innen aus. Wir machen die Box mal wieder zu. Zur Seite. Und dann starten wir auch gleich mit dem Album an sich. Also wir haben hier ein Digipack, relativ dick das Ganze. Auf der Seite lesen wir Desperados. Und, Moment, so, ich hoffe, jetzt kann man es lesen, Desperados. Auf der Vorderseite haben wir das Cover, ebenfalls wie auf der Box, und auch hier der 12er. Wir haben 19 Tracks an der Zahl und 3 CDs, beziehungsweise 2 CDs und eine DVD. Premium Edition, CD1, CD2 mit den Instrumentals und CD3 die Bonus-DVD. 19 Tracks an der Zahl, keinerlei Features. Von diesen 19 Tracks sind meine beiden Favoriten einmal der Track Nummer 10, Energie, und einmal der Track Nummer 15, das wahre Lied. Meine persönlichen Highlights auf dem Album. Dann lässt sich das Ganze hier so aufklappen. Auf der linken Seite haben wir mal das Booklet. So sieht das aus, in schwarz mit Desperados Schriftzug. Auf der Rückseite Life is Pain. Und die beiden hier am Maschendrahtzaun stehend. PA und die ersten Tracks hier aufgelistet. Und dieses Artwork zieht sich wirklich durch und durch. Also es sind keine regulären Fotoaufnahmen, sondern es ist so im Stil gehalten wie auch schon das Cover. Das auch schon hier so von den Farben etwas verwischt ist. Und genauso ist auch hier das Artwork im Booklet fortgesetzt. Die Tracks und dann immer hier die Interpreten, PA Sports Kianusch, weitere Fotos und weitere Tracks aufgelistet. Dann haben wir hier zum Abschluss noch die Credits und noch die 3 Bonus-Tracks aufgeführt. Kennen wir bereits. Dahinter haben wir PA Sports Kianusch zu lesen. Und hier lässt sich das Booklet wieder reinmachen. Dann haben wir CD1, das ist die Premium Edition, also die Tracks inklusive der Bonus Tracks in schwarz und hellbraun gehalten das Ganze. Dann haben wir CD Nummer 2, die Instrumental CD. Sieht so aus. Und dann haben wir noch die DVD. Und zwar Desperado Lifestyle DVD. Diesem Stück ist es auch zu verdanken, dass wir überall diesen FSK 12er sehen.
sieht das Booklet dann aus. Also links blau, gelb, Himmel und hier dann gelb. Und dann haben wir hier Life is Pain, das Logo. Sehr schönes Digipack. Dann haben wir ein Poster. Ein doppelseitiges Poster. Auf der einen Seite haben wir mal diese beiden Herren hier. Links Giannusz, rechts PA Sports. Auch wieder in diesem Stil, wie auch schon die Coverfotos oder das Booklet. Diese verwaschenen Farben. Gefällt mir gut. Und auf der Rückseite, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir fast noch besser. Ebenfalls im Querformat PA Sports und Giannusz Desperados. Dieser Schriftzug. Sehr schön gemacht. Also je nachdem, für welche Seite ihr euch entscheidet, beides im Querformat. Hat auch eine schöne Größe, also ist jetzt nicht so eine Übergröße, kann man gut aufhängen. Dann haben wir hier in dieser kleinen Folie, hier ist auch nochmal eine Folie drum, die Dog Chain. Machen wir mal kurz raus hier. Also wir haben hier so eine Standardkette, ihr kennt die. Hier der Verschluss zum Öffnen. Kann ich natürlich dann die Länge der Kette anpassen. Und dann haben wir hier unten auf dem Dogtag auf der einen Seite Life is Pain stehen in schwarz und auf der anderen Seite Desperados. Gefällt mir gut. Kann man auf jeden Fall tragen. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt ein T-Shirt. So sieht das Ganze aus. Also schwarzes T-Shirt und auch hier wieder Desperados Schriftzug inklusive PA Sports und Giannusz. Backprint haben wir keinen. Und das Ganze ist ein Kia Europe Heavy Cotton in der Größe L. Das Ganze ist 100%, ja, hier haben wir es, 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze T-Shirt mit dem weißen Aufdruck quer über die Brust. PA Sports, Giannusz, Desperados. Ich habe jetzt gleich die Kette dazu kombiniert. Kann man natürlich auch ohne die Kette tragen. Je nachdem, wie man es lieber hat. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt das T-Shirt richtig gut. Auch wenn es mit Schwarz-Weiß eher klassisch gehalten ist. Aber die Schriftart und speziell die Gestaltung hier der einzelnen Buchstaben gefällt mir gut. Werde ich auf jeden Fall mal anziehen. Ich bin jetzt nicht so der große Fan von Halsketten, aber das T-Shirt an sich gefällt mir richtig gut. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann diese Dog Chain inklusive Desperados und Life is Pain Aufdruck. Das Poster im Querformat doppelseitig bedruckt und das Album im Digipack inklusive Album-CD, Instrumental-CD und Bonus-DVD. Das alles in dieser wunderbaren Box Desperados von PA Sports und Giannusz. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr PA Sports und Giannusz unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.